Jo Leute, Brot ist wieder am Start und heute gibt es endlich mal wieder einen Vlog. Chilliges Snipen ist heute leider nicht am Start. Aber wir werden heute unseren Bühnenauftritt haben, heute am Samstag. Und das muss ich natürlich mit auch filmen. Und ich dachte mir, was ist ein besserer Anfang, als hier einfach mit Mann der Menschenmasse zu stehen. Okay, so viele Menschen sind gar nicht da. Und wir versuchen jetzt irgendwie zur Bühne zu kommen. Wir sind jetzt gerade in der YouTube Gaming Lounge und ich habe jetzt so eine Security-Weste an, damit wir gleich hier alle rauskommen. Ganz Gaming steht hier einfach rum. Ich zeige es nur kurz. Da sind alle. Und ja, wir versuchen halt jetzt hier schnell zur Bühne zu kommen, weil das noch ein bisschen weit entfernt ist. Ich habe die ganze Laufen. Jam! Marcel, Hans hier! Jam, Hans hier! Es ist jetzt so kurz vor dem Auftritt, die alle die brennen schon alle, es ist so laut alles. Und es wird absolut krank. Marius, sag dir, sag mal! Das ist zu krank. Oh, das geht in den Feuer mit Massi! Komm, alle hinter zwei. Gib mir ein A! Gib mir ein U! Gib mir ein E! Gib mir ein B! Gib mir ein A! Und wir singen! Leute, der Bühnenauftritt war einfach zu krass. Das war auch das erste Mal, dass ich irgendwie auf der Bühne stand. Und es war echt nice. Und alle Leute, die mit mir gemacht haben und sowas, ne, fühle ich gegrüßt. Alle, die es nicht geschafft haben oder bei denen ich es nicht mehr geschafft habe, tut mir wirklich leid. Ich hätte gern mit jedem irgendwie ein Bild gemacht, Unterschriften gemacht und sowas, aber irgendwann geht es einfach nicht mehr und ich bin jetzt auch so fertig. Und die laufen einfach überall rot über die Ampel. Habe ich im letzten Video übrigens nicht gemacht. Die war noch grün, als ich rübergelaufen bin. Ist die Ampel grün? Jetzt gehe ich rüber. Geh nochmal mit der Nase rein, bitte. Gäb's, ich heiße Gäb's. Raptorius-Nase. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, meine Stimme ist halt echt broke gerade. Und ich sehe irgendwie voll weiß und hell aus gerade. Egal. Bin schön gerade vom Dorint-Hotel und werden heute das wahrscheinlich noch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Jetzt so ein Cut und dann auf einmal Disco. Nein, Spaß. Ich denke mal, wir werden heute einfach noch ein bisschen chillen, ganz Impact so zusammen essen gehen, irgendwie sowas. Damit ich jetzt auch nicht komplett tot morgen zu Hause ankomme, weil ich nämlich am Montag schon wieder in Urlaub fliege. Videos sind aber trotzdem vorproduziert und ja, dann sehen wir uns gleich einfach weiter. Ja, was soll ich sagen? Ich sitze jetzt gerade schon wieder zu Hause. Sorry für diesen riesen Cut jetzt, sage ich mal. Und ich sehe auch gerade ein bisschen komisch aus. Ich habe mir gerade hier alles eingecremt, weil alles rau war, weil ich halt immer noch krank bin. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel gefilmt. Aber ich will jetzt einfach nochmal am Ende dieses Videos, auch wenn das relativ kurz war und der Vlog jetzt auch echt in echt sehr kurzer Zeit geschnitten wurde gerade von mir, also ich konnte jetzt nicht mehr sehr viel Zeit da rein investieren, wollte ich einfach nochmal ein Danke sagen an alle, die dabei waren und überhaupt jetzt auch alle, die bis hier nochmal geguckt haben, sich diese Videos hier reinziehen und einfach Danke, Leute, dass ihr für mich da seid und ihr einfach meine Unterstützung seid und keine Ahnung, ich bin einfach im Moment echt glücklich, was ihr so alles für mich ermöglicht, sage ich mal auch, und einfach dieses Wochenende in Köln, die Gamescom jetzt auch, beziehungsweise es waren ja sogar 5-6 Tage rum, war einfach eine richtig geile Zeit mit den ganzen Leuten und echt nochmal sorry, dass ich jetzt gerade echt ein bisschen komisch aussehe, aber kann ich jetzt auch leider nichts dran ändern, meine Stimme ist auch total broke, morgen fahre ich in Urlaub, ja hey, ich glaube, warte, ich guck mal, überleg mal gerade unter 7 Stunden darf ich schon wieder aufstehen und mach das Video jetzt noch fertig und alles, deswegen seid mir da nicht böse, dass es jetzt nicht so extrem krass geworden ist, aber dafür kommt morgen direkt wieder ein neues Video. Und ja, ich zeige es euch noch einmal kurz hier. Das ganze Wochenende kann man quasi mit diesem Bild hier auch zusammenfassen. So diese Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt einfach mit Team Impact, mit den ganzen Jungs.
und natürlich auch mit euch. Das ist einfach unglaublich gewesen, so auf der Bühne und alles. Und ich denke, man habt ihr auch gemerkt, die Leute, die da waren sowieso und jetzt auch alle, die das Video hier geguckt haben, haben das wahrscheinlich auch gemerkt, wie krass es einfach nur war. Und an der Stelle bin ich jetzt auch einfach mega glücklich und sag nur noch, haut rein, Leute, und bis morgen. Ja, willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt hier auch gerne wieder das letzte Video angucken, die letzte Folge. Und natürlich, wenn ihr noch nicht auf meinen Facebook, Instagram und Twitter-Account vorbeigeguckt habt, auch gerne vorbeischauen. Und natürlich, wenn ihr noch nicht Abonnent seid, gerne ein Abo dalassen.